Willkommen zu einer neuen War Thunder Folge mit dem Chihe. Und bevor es fragt, ja, die Folge ist wirklich sehr, sehr alt. So alt, wo die Japaner frisch rausgekommen sind. Und jetzt habe ich da so eine ganz alte Folge ausgekramt. Und ja, da habe ich mir gedacht, komm, machst mal einfach mal ein Video draus. Weil die Folge, oder besser gesagt, die Runde ist gar nicht mal so schlecht gelaufen. Ich habe da aber eigentlich nur durchgeskippt. Weiß es also selber eigentlich nicht mehr, was da eigentlich alles passiert ist in dieser Runde. Also auch ganz was Neues für mich wieder. Ich weiß nur, dass er ganz gut ausgegangen ist. Genau, und die anfänglichen Japaner-Panzer haben mir eigentlich nie so richtig gut gefallen. Und habe eigentlich auch kaum Videos über die gemacht. Aber jetzt habe ich mir gedacht, komm, jetzt machst mal eine Folge über japanische Tier 1 oder Tier 2 Panzer, wo es auch mal gut gelaufen ist. Weil ich habe ja mal so ein Funny Moments oder Rage Video gemacht über diese japanischen Panzer. Und da habe ich mich ja eigentlich ausgelassen, dass diese, vor allem Reservepanzer der Japaner am Anfang extrem beknackt sind. Einerseits die Turmdrehrate, die Kanone kommt nirgends durch. Es war schrecklich. Und auch bei dem Panzer ist Turmdrehrate richtig beknattert. Und da geht's auch schon los. Ein Crusader. Und den Fahrer gleich rausgeschossen. Das ist sehr schön. Den Kommandanten rausgeschossen. Und Bodeneinheit zerstört. Kann euch jetzt leider nicht sagen, auf welchem BR der ist, aber ich glaube, der ist sogar schon auf Tier 2. Und die Kanone von diesem Chihe ist ja eigentlich ganz in Ordnung, wie man gesehen hat. Man kommt zumindest beim Crusader schon mal durch. Ist ja schon mal ein Anfang. Und die ganze Runde über bin ich eigentlich sehr defensiv gefahren. Schauen wir mal, ob ich den Typen da hinten treffe. Nein, natürlich daneben geschossen. Und schon wieder daneben geschossen. Herzlichen Glückwunsch. Ah, Richtschützen. Bringt mir nichts. Bleibt aber stehen und ich treffe schon wieder nicht. Ja, ne, er ist doch zurückgefahren. Hat mir so ausgeschaut. War nur ein Busch. Der hat zum Glück daneben geschossen. Nur was Schnellfeuerndes. Und er hat meinen Richtschützen erwischt. Na, sauber. Naja, habe ich aber nochmal Glück gehabt, weil hätte auch der ganze Panzer werden können. Gut, jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, weil der Gegner hat halt A schon eingenommen. Auch wenn man auf der Minimap sieht, da ist ein Verbündeter davor. Ist natürlich keine Absicherung, dass ich davon A weggeschossen werde. Aber man sieht, das Team generell ist ziemlich defensiv eigentlich. Ich habe es nicht aufgepasst, kann auch sein, dass sie einfach gerade alle gespawnt sind und darum erst doch da hinten schon rumstehen. Aber mir ist es sogar fast lieber, wenn die Verbündeten ein bisschen defensiver hinten bleiben. Und dann so erstmal ein bisschen spähen und dann irgendwann mal die Gegner halt wegschießen. Und da fängt schon an, Zielung beschädigt. Zack. Jawohl, sehr schön. Das glaubt man nicht, aber wenn man ab und zu ein bisschen Low-Tier spielt, also, ja, also auf Tier 1, Tier 2, das macht wirklich Spaß, wenn man ab und zu noch ein bisschen Tier 1 spielt, oder 2, das glaubt man gar nicht. Weil aktuell spiele ich ja immer so Tier 3, 4, derzeit mit den Sowjets, also so T-44, ab und zu dann mal auf, ja, eigentlich nur auf 6-3, ab und zu mal auf 5-3 oder 4-3. Aber hauptsächlich Russen derzeit. Und da schieße ich daneben. Ist unbeschädigt. Schön. Und zerstört. Die ganzen britischen Panzer halt nichts aus. Wenn man trifft. Genau, das Team, das eigene, das ist immer noch sehr defensiv. Und da traue ich mich ja jetzt eigentlich auch nicht allein vorzufahren. Weil ich habe die Hoffnung, erstmal die ganzen Gegner, die dann von A
Richtung unseren Spawn fahren, irgendwie abfangen zu können, abzuschießen. Und wenn es dann soweit ist, zu A fahren, erobern und A erhalten. Das ist natürlich auch die Hoffnung, dass das Team das so macht. Und ich finde eigentlich diesen Spot hier auf dieser Karte eigentlich ganz cool. Jawohl. Oh, schlecht. Schlecht. Oh, Glück gehabt. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, ob ich den Richtschützen erwischt habe, aber ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, den LKW noch so schnell zu drehen. Weil er war ja gerade mit der Seite zu mir. Komm mal, schaut er mich direkt an. Obwohl ich ja einen Fahrer erwischt habe. Weil der LKW, der hätte mich höchstwahrscheinlich one-shotten können. Weil die Kanone oben drauf, die 75mm Kanone, die... ja, zieht schon rein. Gut. Auf der Karte bleibe ich echt gerne hier irgendwie mal stehen. Vor allem bei dieser Runde hat es sich echt gelohnt. Und jetzt bin ich natürlich so ein bisschen am überlegen, wenn man jetzt rechts unten sieht, der Gegner, der schießt gerade ziemlich viele Verbündeten weg. Jetzt müsste ich mich vielleicht mal trauen und nach vorne fahren. Mal gucken. Aber generell sieht es eigentlich gar nicht mehr so gut aus, weil die Verbündeten schwinden. Und wahrscheinlich alle Gegner, die auf A jetzt waren, wurden jetzt wahrscheinlich schon abgeschossen. Hoffentlich natürlich. Aber das Gefährliche ist natürlich jetzt, wenn ich jetzt von meiner Position aus hier nach A fahren möchte, könnte mich zum Beispiel der hier, der in diesem Graben da hockt, abschießen. Aber er sieht mich nicht. Wenn ich jetzt gut schieße, kriege ich den T50 da. Da ist noch einer. Sieht nach Valentine aus. Ein bisschen härterer Gegner. Richtschütze nur verwundet. Und, jawohl, war ganz rausgeschossen. Wäre der Valentine natürlich frontal zu mir gestanden, wäre es wahrscheinlich nicht gut ausgegangen, weil die japanischen Kanonen so auf den ersten Tierstufen nicht so toll sind. Nur den Motor erwischt. Und den Kommandanten, das ist sehr schlecht eigentlich, ne? Wieder nur ein Treffer, dieser Valentine, das ist... wow. Gut, das sieht man auch nicht oft, dass ein Valentine bei so einem japanischen Panzer mal abprallt. Hatte ich wirklich auch Glück in dieser Runde. Und da konnte ich halt jetzt wirklich alle gegnerischen Panzer, die zu unserem Spawn fahren wollten, gut wegschießen. Weil man sieht halt, die Verbündeten, die schwinden, die bleiben hinten, werden aber trotzdem abgeschossen. Und jetzt muss man natürlich doch mal was riskieren. Und es ist natürlich blöd, wenn es hier so ein offenes Feld ist. Und jetzt habe ich gedacht, das Wrack wäre ein Panzer. Darum fahre ich jetzt ein bisschen in die Kuhle da unten rein. Ist mal ein bisschen geschützt wenigstens. Auf zu A, weil jetzt wird es doch ein bisschen knapp mit den Punkten. Aber ich habe halt gehofft, ja, warte ein bisschen auf die Verbündeten. Aber jetzt bin ich halt leider der letzte Überlebende. Team wurde leider komplett ausradiert, obwohl es ja so defensiv gespielt hat. Jetzt kommt noch das Problem, die Flugzeuge. Da war gerade noch ein verbündetes Flugzeug, aber es sind natürlich auch gegnerische Flugzeuge oben. Und ja, hat man schon, ein Flugzeug beschießt mich und ich brenne. Es ist richtig blöd. Und da sieht man, Turmdrehrate ist miserabel. Miserabel, schaut euch das an, wie langsam das dreht. Genau, da hört ihr noch die ganzen Verbündeten, die schießen da. Man hört da auch was. Und natürlich. Aber Flugzeug ist, glaube ich, jetzt abgestürzt. Immerhin. Aber Motor ist kaputt und ich komme leider nicht mehr auf A drauf. Das ist halt wirklich... richtig ärgerlich. Und jetzt hört man Motorengeräusche.
Motorengeräusche, Motorengeräusche. Woher kommt der Gegner? Komm, da ist er, der Gegner. Schnell den Turm drehen, schnell den Turm drehen, schnell den... Und weg ist man. Ja. Hätte man halt einen gescheiten Turm gehabt, hätte man die CIS-30 schnell wegnehmen können. Ich habe halt gedacht, der kommt vielleicht hinter mir, aber der ist leider frontal auf mich zugefahren. Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Na gut, aber habe ich jetzt 7 Abschüsse gemacht. Fast wäre ich noch auf A gekommen. Aber an sich fand ich es eigentlich eine richtig coole Runde. Und falls euch die Runde auch gut gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und dann sieht man sich hoffentlich wieder auch bei der nächsten War Thunder Folge. Ciao!